Und da sind wir wieder bei Windows 8 und wie versprochen schalten wir jetzt in diesem Teil die Benutzerkontensteuerung aus. Dazu machen wir einen Rechtsklick auf ein freies Feld, können hier unten auf alle Apps gehen und ja, müssen uns jetzt hier mal durch die Systemsteuerung quälen. Jetzt ziehe ich mich nämlich hier nach rechts. So, und jetzt müssen wir wieder suchen, wo wir richtig sind. Hier, Systemsteuerung. Dann springt er wieder aufs Desktop zurück und tut erstmal gar nichts. Gut, jetzt die sieht jetzt immerhin so aus wie bei Windows 7. Vermutlich hier unter Benutzerkonten. Family Safety für. Aha. So, müssen wir mal suchen. Sieht schon mal schlecht aus. Wir geben mal hier Benutzerkonten. Steuerung. Ah ja, im Wartungscenter. Naja, das ist natürlich auch eine gute Idee, die Einsortierung. Also gehen wir hier drauf. Die sieht aus wie bei Windows 7. Einfach hier nach unten ziehen. Mit OK bestätigen, dann ist sie aus und wir bekommen genau diese nervigen Warnungen ab jetzt nicht mehr angezeigt. Man muss dann das System nochmal neu starten, dass die Änderung in Kraft tritt.